Chronotrieb. Hallo, herzlich willkommen, liebe Freunde. Eine neue Folge Let's Fight ist diesmal am Start. Ja, wie ihr sehen könnt, ich nehme heute Super Street Fighter vor. Ich vertue mich immer mit Ultra Street Fighter. Es gibt ja zig Ableger davon. Ja, ist schon ein bisschen länger, wo wir es auf dem Channel gezockt haben. Haut's mal in die Kommentare, ob ihr auch Ultra Street Fighter zockt oder generell Beat'em'ups zockt. Immer so für zwischendurch finde ich die ganz gut eigentlich. Wir werden jetzt mal den Durchlauf mit Ryo versuchen. Letztes Mal war ja Sagat, davor war Zengif. Und fang auch direkt an. Okay. Wo haben wir denn jetzt Ryo? Street Fighter typisch, diese gewaltige Auswahl an Kämpfern hier. Ah, da oben ist er. Ryo. Alternativ 5, keine Ahnung, wie nennen wir das? Okay, hier ist es so, dass wir die Ultra-Kombos ja, wie gesagt, wählen können, das wisst ihr ja. Ultra-Kombo, wir nehmen mal Mezzo Shoryuken. Das ist, wird der Dragon Punch sein, das ist der Super-Hadouken. Wir checken mal, wie weit wir mit einer Mark kommen. Ein Wasserfall. Okay, Ryo hat es geschnallt, das ist ein weiteres Kampfsportturnier. Und er hat natürlich was. Nur mit einem Rucksack und einem Bademantel ausgerüstet. Ja, er muss aufpassen. Kämpfen fühlt sich immer gut an. Genau wie nach Hause kommen. So hat jeder seine Philosophie, ne? Es kann er, was? Es ist eine Art Kommunikation. Es kann er der Veränderung dienen. Es hat eine tiefere Bedeutung als nur Worte. Ja, natürlich, klar, man klopft sich aufs Maul. Es ist aber auch die ehrlichste Art der Konfrontation, das muss man wirklich so sagen. Ja. Sein Life Goal ist, der ultimative Fighter zu werden, wie die Kampfmaschine. Okay, Blast Furnace. Wer ist der Erste? Dalsim? Na, der Sprecher ist einfach herrlich, oder? Wie sehen wir denn aus? Wir haben irgend so ein Wolf-Kostüm an, okay. Du hast noch nie gewonnen, Dalsim. Okay, okay, sieht gut aus. Auf geht's. Ach, der hat ja, Ryo hat ja sein Dragon Punch ist ein bisschen anders. Okay, das war ein Kinderspiel für die Kampfmaschine. Ich glaube, dass der Wolf das Symbol der Schlauheit ist in Japan. Oh, kloppt er mir auf die Birne. Okay, wir können ja mit den zwei Tasten können wir die Aktion noch verstärken. Das ist ja das Besondere daran. Mich haben auch einige Leute gefragt, wann ich Street Fighter 5 endlich zocke. Da muss ich ehrlich sagen, ich warte da ein bisschen auf so eine Art Complete-Kollektion. Okay, das war jetzt kein Gegner. Das war ein Ersatzteil für die Kampfmaschine. Ich werde niemals müde. Die Kampfmaschine auch nicht. Die schläft nicht, sondern die wartet. Okay, next one. Ja, da warte ich auf jeden Fall auf eine Complete-Kollektion bei Street Fighter 5. Und dann kommt das für mich auch in Frage. Weil, ehrlich gesagt, es kommen immer weitere Kämpfer raus. Immerhin so Season-Pässen. Und wie gesagt, ich unterstütze das nicht wirklich. Also, ich finde, man kann auch für den Vollpreis ein komplettes Spiel bringen. Aber solange es der User kauft. Okay, Rolento wird hier auch rasiert, ja. Da fliegt der eine fast hinten runter. Ryo ist nicht zufrieden. Perfekt.
Kein Gegner. Der älteste Move, Super Move der Geschichte, ist der Hadouken. Na. Na, ein Trophäe haben wir auch noch gekriegt. Man sollte auch niemals mit einem Schlagstock zu einem Faustkampf kommen. In Dynamo gibt es sicher viele starke Bürger, ja. Guile, auch ein richtig geiler Charakter aus Street Fighter. Haut's mal in die Kommentare, wer ist euer Lieblingsfighter aus der Street Fighter-Reihe? Sein Flashkick, weltbekannt. Da setzt er sich die Sonnenbrille wieder auf. Na. Oh. Alter. Na. Wir haben auch einen Ultramove. Also Guile nervt mich langsam hier. Der schlägt sich echt gut. Na, aber wir machen ja nicht auf Zeit, sondern... Boah, dieser Bastard. Der Klügere gewinnt, merkt euch das. Okay, das war wirklich sehr, sehr knapp. Und da hinten schwebt Zangief, seht ihr ihn? Macht da Klimmzüge? Okay, bei Guile, wie gesagt, müssen wir uns schon ein bisschen taktischer spielen. Wie das immer in Arcade-Games ist, der Schwierigkeitsgrad wird immer stärker. Oh, wie konnte sein Sonic Boom das... Alter. Na. Wir lassen uns die Runde nicht nehmen hier. Das wird knapp. Wir haben hier die Ultra-Kombo-Energie voll, aber irgendwie hat Ryo seinen Supermove nicht gemacht, obwohl der eigentlich ein Kinderspiel sein sollte. Ja, spätestens jetzt ist er auch traurig. Ryo schickt ihm Essen. Sehr interessant. Okay, jetzt haben wir Rufus, genau, den etwas korpulenten Fighter. Aber mega beweglich, schaut selbst. Und er hat ein paar Pfund zu viel, der Gute. Bis jetzt schlagen wir uns nicht schlecht gegen den. Gegen den Herrn hier. Aber er blockt wirklich sehr viel ab. Das gefällt der Kampfmaschine gar nicht. Und der Dragon Punch richtet es. Okay, zweite Runde. Na, ich gedacht, dass wir den als Nehmer packen.
Nein! Geil. Schöner Move. Ja, du hast immer noch Energie, mein Freund. Das hat ihm nichts genützt. Die Skills der Kampfmaschine sind zu krass für ihn. Und da gibt es die Faust für den Zuschauer. Du suchst nach Ken, nicht wahr? Ich werde es ihm ausrichten. Ja. Wer weiß, ob er Beef mit ihm hat. Wir werden es nicht rausfinden. Ah, Dudley, genau. Aus Street Fighter 3 übrigens, der Gute. Ein Boxer. Der sehr viel Wert auf seinen ordentlichen Look legt. Den wir ihn jetzt zerstören werden. Mein Gott, ey. Hast du... Er blockt einfach alles. Hat auch einen Dragon Punch am Start, der Kollege. Er blockt einfach alles. Unglaublich, der Kerl. Ah, das ist einer seiner Konter-Moves. Sieht schlecht aus in dieser Runde. Okay, wir spielen ein bisschen auf Nummer sicher. Und konnten uns die Runde sichern. Das ist das, Freunde. Ich werde jetzt aber mal gucken, wie der Ultra-Combo-Move geht, weil das... Befehlsliste, Rio... Innen. Okay, das sind die beiden, die kennen wir. Doke, ne? Mehr nicht. Okay, wir machen mal weiter. Wieder alles geblockt. Alles geblockt, der Kollege. Oh, da hat er uns gekriegt. Alter Schwede. Er blockt einfach nur. Die Runde haben wir verloren. Mal gucken, die müssen wir uns jetzt holen. Finale. Alter, wir haben doch geblockt. Boah, Alter, du kannst mich mal. Da kommt wieder sein scheiß Konter-Move. Ihr kennt die Kampfmaschine, es gibt kein Continue. Aber wisst ihr, was ich mache? Ich werde jetzt mal einen anderen... wir bleiben bei Rio, das war echt peinlich. Wir werden allerdings mal einen anderen Special Move auswählen, weil ihr habt ja gesehen, eine neue Farbe haben wir gekriegt. Ja, schön. Okay, einen anderen Special Move, ich zeige euch das mal. Irgendwie, vielleicht konnten wir den noch gar nicht aktivieren, weil wir das eine nur so blöderweise gewählt haben. Okay, jetzt will ich mal das Originalkostüm haben von ihm.
Seht ihr, das meine ich. Ultra Combo Doppel. Oder nehmen wir den Hadouken einfach? Ne, wir nehmen das hier. Okay, Versuch Nummer 2. Hackern, genau, das ist der türkische Zengif. Was steht da? Dürüm Combination? Okay, eingehüllt ist er auch. Muskel aus Stahl. Ah, okay, hier war der Nehmer zumindest. Wie das meist in Arcade Games, ihr wisst es, der Schwierigkeitsgrad wird von Fighter zu Fighter steigert er sich. Okay, das ist natürlich richtig nice, wenn man solche Kombos hier am Start hat, aber es ist auch wie gesagt der erste Gegner. Das ist Fallobst. Der lässt quasi alles mit sich machen. Wie hier. Ja, komm, trink aus, kriegst noch einen. Da hinten Hugo. Da mit der Planke in der Hand. Perfekt. Und dann gibt's die Faust. Und er freut sich einfach auf den nächsten Fight. Das nenne ich mal eine Motivation. DJ, der ist von Super Street Fighter aus 94, müsste es sein. Ich damals mal gerne in einer Pizzeria gespielt, als Jugendlicher. Ah, er ist auch ein Weltmeister im Blocken. Okay, der Double Hadouken hat es gerichtet. Two-Hit Combo, gut. Okay, er ist auch jetzt kein riesen fetter Gegner. Haben wir einen schönen Dreier-Kombo geliefert. Und mit einem Mini-Super-Kombo beenden wir die Runde. Dann haben wir ihn richtig rasiert. Dann kann er sich auf den Stuhl setzen, eine Pause machen. Deine Sorglosigkeit lässt dich die Wichtigkeit des Kampfes nicht erkennen. Also er haut immer was Philosophisches raus. Ja, Ibuki, die ist auch von Street Fighter 3. Sehr flink, ne, habe ich vergessen zu sagen. Ich war schon in Street Fighter 3 so. Ja. Die ist so klein, so flink, dass sie sogar unter meinen Schlägen hinweghuscht. Ja, noch gar nicht. Jetzt haben wir sie endlich mal getroffen. Alter. Ja. Komm. In your face. Da kommt die direkt kontert von oben. Ah, die ist auch nicht so einfach. Alter. Ah. Okay, pick up the base. Zweite Runde. Naja, kannst du schreien, wie du willst.
Und so holen wir uns die Runde. Genau so, nicht anders. Okay, ich glaube, wir haben den Schlüssel, wie wir sie besiegen, nämlich mehr mit der Faust kämpfen. Kürzere Reichweite. Aber genau passend für die. Blockt alles, Mann. Einfach ein paar Kombos hinterher schmeißen, bis wir sie vom Block brechen. Die ist einfach sehr flink, echt. Die will der Kampfmaschine echt Probleme machen. Da hat sie uns gepackt. Na, aber es reicht. Da grillen wir sie am Ende. Oh, die war nicht einfach. Du bist schnell, musst aber den Gegner im Auge behalten, wenn du siegen willst. Das ist immer so. Von den Siegern kommen kluge Sprüche. Okay, jetzt haben wir ihn nochmal. Und ich rasiere mir auch noch meinen Freund. Ja, Hadouken frisst, mein Freund. Genau so. Wir lassen ihn gar nicht zum Essen kommen. Ja, er blockt auch gut. Ein bisschen dazugelernt. Von jetzt auf gleich. Und da schicken wir ihn jetzt, komm, Vollgas. Die Faust des Todes richtet es. You win. Du suchst nach Ken? Ich schreibe dir eine WhatsApp. Ah, Blanka. Fand ich immer sehr interessant, den Charakter. Auch natürlich wieder blitzschnell. Leider kann man ihn nicht hiermit vergleichen mit dem Kampfstil aus den alten Spielen. Ein bisschen hirnlos, hier absolut nicht. Aber wir versuchen natürlich ein bisschen die Distanz. Sowas ist klar, da trifft man ihn nicht mit einem Hurricane Kick, da ist er einfach, da braucht er sich nur runterbücken. Na. Komm! Feuer! Sehr schön, in der Luft. Und da fallen ihn die Glubschaffers raus. Ganz die Beine weg hier. Er ist echt flink, der Kerl. Okay, wir machen mal testweise ein. Der geht natürlich mega daneben. Meister des Blocks wieder. Ah, die Runde sieht schlecht aus. Komm nicht ran.
Okay, komm. Ja, hat er uns mit der Kralle einmal gestreichelt und kriegt hier die volle Packung trotzdem noch ab. Okay, 1-1. Jetzt müssen wir Knallgas geben, wie man so sagt. Na. Müssen wir auch mal ein bisschen auf Angriff gehen, ein bisschen Mut zeigen. Nein, er beißt uns. Schaut euch Ryus schmerzverzerrtes Gesicht an. Okay, der müsste jetzt sitzen von hinten. Manchmal ist es auch einfach nur ein Fußfeger. Er hat sogar ein Kompliment übrig. Okay, der nächste. Vulkan. Gegen Bruce Lee, alias Fai Long. Sehr schnell. Geiler Charakter. Nein, wir schlagen dich nicht K.O. Wir killen dich. Ja, das war klar. Jetzt sowas, da kann er dich abfangen in der Luft. Alter. Ja, ich glaube, der geht daneben. Und wie der daneben geht. Oh. Die Runde haben wir uns nochmal geholt, Freunde. Aber das war echt knapp. Aber gewonnen ist gewonnen. Na. Okay, wir versuchen es mal. Volle Power. Okay, der hat auch gesessen. Sehr schön. Und da ist er zu ungestüm und das hat ihm schließlich den Kopf gekostet. Ja, also in dem Versuch läuft es auf jeden Fall besser, weil wir den Ultra-Move diesmal als Super-Attacke ausgewählt haben. Ah, jetzt gibt es wieder den Rivalen. Das müsste eigentlich Sagat sein. Ich wüsste sonst keinen anderen. Mit Zengif hat er keinen Beef. Ah, Ken. Ja, okay, das sind ja eigentlich beste Kumpels, ne? Dann wärmt er sich auf. Der Jüngste ist er auch nicht mehr. Na, die kennen sich doch. Du bist früh dran. Schauen wir dann nach dem Wrestling? Yes. Okay, identisch Moves hat er, nur schneller. Ein bisschen mit Bedacht, weil der fängt uns mit Sicherheit ab in die Luft. Na, oh, nicht schlecht. Okay, der hat auch gesessen. Okay, mal sehen, ob er reinrennt. Der steht genau davor. Natürlich nicht, das ist Ken. Den nehmen wir nicht gar nicht erst zugelassen.
Er blockt. Nein. Das wird uns, glaube ich, alles kosten an Energie. Oder haben wir noch ein bisschen was? Natürlich nicht. Ein Dragon Punch wie ein Feuersturm. Okay, jetzt müssen wir uns die zweite Runde holen, sonst ist hier Feierabend. Wir spielen nur auf Nummer sicher. Damit wir uns hier unten auch holen. Was war das denn jetzt? Und er rennt da rein direkt und wird gegrillt. Friss. Okay, 1-1. Oh, dead gesessen. Muss man so neidlos anerkennen. Gut gemacht, Ken. Oh. Normalerweise sind diese Nehmer immer eigentlich relativ safe gewesen früher. Er... Okay, jetzt wollen wir mal gucken, welcher Hadouken stärker ist. Nein! Nicht schon wieder! Haben wir noch was? Alter, das ist jetzt... Ja gut, es sei ihm verziehen, dem guten Ryo. Es ist immerhin Ken, sein bester Kumpel. Der kann ihn dann auch gleich direkt im Krankenhaus besuchen. Das war ein guter Durchlauf mit Ryo. Besser wie der andere. Ja, Freunde, das soll es auf jeden Fall gewesen sein für diese Folge. Let's fight. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Macht euch noch einen schönen Abend. Abonniert meinen Channel. Teilen, liken, kommentieren nicht vergessen. Tschüss, bis dann.